Und da ist die nächste Gruppe, und zwar die Gruppe Boyder Kaipur Deuder. Seit 1997 sind sie dabei und meistens haben sie auch einen Waldochsen dabei. Mal gucken. Ah ja, da ist er, ja. Der Ochse. Ich sehe ihn im Hintergrund. Er spukt dort schon am Publikumsrand herum. Doch sie wieder einige politische Botschaften. Freiheit für Lula. Und ja, sie präsentieren Karneval aus dem Nordosten des Landes Brasilien, aus Olinda und Recife, wo auch zwei sehr große Straßenkarnevale gefeiert werden. Mit ja, wahnsinnig vielen Menschen, über 1 Million Besucher, über 500 Gruppen teilweise. Und vor allen Dingen auch immer wieder zu politischen Themen. Also diese Karneval dort, die sind hochpolitisch, so wie auch diese Gruppe in diesem Jahr. In front of the White House.